zu einem neuen Video auf meinem kleinen YouTube-Kanälchen. Nachdem wir in den letzten Episoden ja immer eure Fragen beantwortet haben, bin ich jetzt mal wieder an der Reihe. Und irgendwie hat sich das jetzt schon ein bisschen angebahnt, dass es immer irgendwie immer so mit Selbstwahrnehmung oder Selbstwertschätzung zu tun hat. Und genau auf das will ich jetzt mal in dieser Episode jetzt mal konkret eingehen. Und zwar einfach so Stottern und Selbstwertschätzung. Wie ist es denn so quasi? Wie schätzt man sich selber wert, wenn man stottert? Und ich muss sagen, es ist wahrscheinlich wie immer, das ist von jedem unterschiedlich zu jedem. Und auch für einen selbst, zumindest bei mir jetzt, ist es nicht immer geradlinig. Denn über die Jahre hinweg und auch quasi ein bisschen mit meinem Bildungserfolg, mit meinem Karriereerfolg in Anführungszeichen, habe ich eigentlich doch immer ein recht höheres Selbstwertgefühl halt aufgebaut. Allerdings habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wenn unplanmäßige Sachen passieren oder Sachen, welche nicht wirklich Standard sind, halt passieren, dann kann es relativ schnell wieder abwärts gehen quasi mit der Selbstwertschätzung. Jetzt mal zwei kleine Beispiele, und zwar, es macht mir mittlerweile echt Spaß, hier in die Kamera hineinzureden. Allerdings, ich habe jetzt quasi eine Speaker-Anfrage erhalten, welche ich abgelehnt habe. Denn ich hatte intern dann wieder meinen Grabenkampf vor. Du kannst nicht annehmen, hey, du kannst nicht mal halt konkret und flüssig reden. Das mag niemand hören, also so, sag ab. Und erst nachgelagert kamen meine thematischen und kontextbezogenen Ängste, dass ich nicht gut genug wäre. Andererseits auch zum Beispiel, wenn man sich von seinem Partner trennt oder sonst irgendwas passiert, dann denkt man so, boah, jetzt ist diese eine Person weg. Wer soll mich denn jetzt noch mögen mit meinen Einschränkungen und so weiter? Also ihr seht so, das ist wirklich, das ist für mich kein geradliniger Weg. Und ich versuche nach außen natürlich immer darzustellen, so, hey, mir geht's super, ich bin voll sicher in dem, was ich mache, und mir hat das Ganze nichts anzumerken oder halt nichts, mir macht das Ganze nichts aus, quasi, dass ich eben doch mit meiner Eigenart, wie ich rede, quasi etwas außen vor bin. Und ich versuche jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren wirklich hart an meinem Selbstwertgefühl auch in schlechten Situationen zu arbeiten. Sprich quasi, wenn ich schlechtes Feedback oder sowas erhalte. Oder einfach einen auf den Deckel bekomme, sei es jetzt positiv oder negativ. Also ich meine, also, dass ich wirklich was verbockt habe oder dass mir einfach eine reinwirken will, na, so viel Üs, was vor allem Social Media und so weiter relativ häufig passiert. Aber ich habe deswegen wirklich hart damit angefangen, mir mein Selbstwertgefühl selbst zu geben, aber auch aktiv was dafür zu tun. Denn Selbstwert ist das, was man sich selber wertschätzt, und wertschätzen kann man sich erst, wenn man sich selber kennt und weiß, was man geleistet hat. So habe ich mir zum Beispiel in meinem privaten Kalender immer ein Weekly Reminder eingestellt, dass ich immer mir vor Augen halt führe, das hast du in dieser Woche erreicht oder das lief gut oder damit konntest du anderen Menschen helfen. Und das wirklich mir dann aufzuschreiben und auch wirklich dann halt vor die eigenen Augen zu führen, denn die schönen Momente im Leben, die rasen einander vorbei, die negativen, die bleiben wirklich haften. Deswegen ist es vor allem, zumindest für mich, gut, denn ich mag Statistiken, ich mag Logik, ich mag Metriken, einfach aufzuschreiben, hey, Wert, das war genial, oder boah, hier hast du dich jetzt wirklich nicht mit rumgekleckert. Und ich wette mit allen von euch, dass auf der Haben-Seite, also auf der Wertschätzungsseite, auf der wertschaffenden Seite, viel mehr dasteht, als eigentlich auf der negativen Seite. Aber das zu machen, das ist wirklich hart. Zumindest für mich. Denn vor allem so, wisst ihr,
wenn es für mich mal schlecht läuft, dann läuft es richtig schlecht, dann quasi, weil dann gerade ich in negativen Stress, dann verschlechtert sich meine Sprache und dann wird irgendwie alles immer worse. Also, ja, also, wenn es gut läuft, alles super, aber sobald es ein bisschen negativ wird, wird es halt immer und immer, immer negativer. Und das ist halt auch ein weiterer Punkt, an dem ich gerade arbeite. Weil niemand kann es einem selbst abnehmen, sich selbst zu mögen und selbst wertzuschätzen. Denn wenn man selber nicht kann, wie sollen es denn dann andere machen? Und vor allem auch auf Partnerschaft bezogen. Was ich in meinem Video über Partnerschaft gelernt habe, was ich eventuell hier oben verlinke oder in der Videobeschreibung. Mache nie jemanden anders verantwortlich für dein Glück und für deine Wertempfindung oder Wertschöpfung. Nichtsdestotrotz muss man natürlich offen sagen, ich fühle mich wirklich bestätigt in meiner Art, dank euren tollen Kommentaren, nicht nur auf YouTube, sondern auch beim Vögelchen, auf Twitter oder privat und so weiter. Es macht mir mittlerweile wirklich mehr Spaß als Sorge, diese Videos zu machen. Und auch wenn sie in manchen Augen nur 10 oder 20 Views haben, who cares? Es macht Spaß, ich mach's und ich habe so viel über mich selbst gelernt in dieser Zeit, dass ich es nicht mehr missen mag. Und Dankeschön, dass ihr ein Teil dieser wunderbaren Selbsterkennungs- und Selbstfindungsreise wird mit mir. Denn das öffentlich zu teilen ist nochmal ein ganz anderer Anspruch, wirklich konsequent an sich zu arbeiten. Denn, wie ich schon meinte, ich habe so meine Weekly Reminders mit so Meta-Sachen, die man über sich selbst machen soll. Aber wirklich externes Feedback darauf zu bekommen, das ist nochmal eine ganz andere Art. Also, merci, dass ihr mir immer so viel Motivation bringt, Negatives, beziehungsweise immer Konstruktives, aber nicht nur positives Feedback habt. Und ja, apropos, wenn jetzt das Bild oder das, oder der, apropos, wenn jetzt das Bild oder die der Audioqualität ein bisschen anders ist als in den letzten Videos ist, ich nutze gerade eine andere Kamera, denn mein Gimbal von DJI ging kaputt, so kann ich den nicht mehr auf dieses Stativ mounten und somit nicht mehr mein iPhone nutzen. So habe ich jetzt eine ausgeliehene Sony-Kamera. Vielen Dank, Judy. Also, merci fürs Schauen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Habe die Ehre. Servus und Baba.